Das ist richtig unangenehm. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, du kannst mit Libertären reden, du kannst mit Kommunisten reden, du kannst mit Rechten reden, also mit Leuten aus dem AfD-Vorfeld. Also da hatte ich einen auf meinem Kanal, mit dem konnte ich völlig normal reden. Ich war auch letztens bei Real Talk Istvaz zu Gast, mit denen konnte man völlig normal über alle verschiedenen möglichen Themen reden. Aber mit diesen Walkies, mit denen kann man nicht reden. Ich würde sagen, das ist die gefährlichste, demokratiefeindlichste Gruppierung, die wir in diesem Land haben. Auch weil sie so Wie? eine kulturelle Hegemonie haben. Doch, wir sehen das doch, ich hatte es ja vorhin bei unserer Das sind Innenministerin die, die gesagt, du mittlerweile mitbekommst. bei unseren Politikern angekommen ist. Ich glaube, das ist die demokratiefeindlichste Gruppe, die du jetzt direkt in deinem Umfeld hast. Aber da, also Ich kenne diese Leute persönlich nicht. In meinem würdest du direkten die Umfeld Think habe ich Tanks? diese Leute nicht. Nee, aber im Internetumfeld. Also würdest du diese Think Tanks auch selber zu den Wokies zählen oder sind das so Die die Strippenzieherin? Georg-Antonio-Stiftung natürlich. Ja, Oder ich weiß nicht, wie überzeugt die selber sind und wie sehr die korrektiv, bequatscht werden. natürlich. Sowas, was von Oligarchen und dem Staat finanziert wird, wie korrektiv, wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, natürlich ist das woke. Und das ist meistens auch noch transatlantisch und neoliberal. Das ist ja dieser heilige Dreiklang. Wokistisch, transatlantisch, neoliberal, was alle Parteien von Grünen bis zur CDU und alle großen Thinktanks, die eben daraus finanziert werden, dann auch sind, was auch der größte Teil der Mainstream-Medien ist. Und deswegen ist es ja auch jetzt wichtig, dass eine neue politische Partei kommt mit dem BSW. Aber findest du nicht, dass solche Lindners auch demokratiefeindlich sind, die so große Fans von immer mehr Privatisierung sind und wenn so ein Lindner auf Bauernprotesten spricht, dass der dann auch wieder sagt, hallo liebe Bauern, ich kürze jetzt bei den Arbeitslosen und bei den Ausländern. Also das Ja. sind doch auch große demokratiefeindliche Bestrebungen, die schon lange da sind, diese Ja. neoliberalen Kapitalismusfans. Ja, Exakt, ich fand das auch so das ist schlimm. auch demokratiefeindlich, aber nicht so offen. Das ist da mehr so langsames Gleiten in eine Technokratie. Das ist auch extrem gefährlich. Wie gesagt, Neoliberalismus, würde ich auch noch sagen, ist mit die gefährlichste Aber es Ideologie, meinst du die nicht, wir hier dass in dieses Deutschland haben. Unterschwellige Aber gefährlicher ist sogar? Entschuldigung, ja, also meinst du nicht? Ja. langfristig ja, langfristig ja. Aber Weil ich sag mal, jetzt schau mal, bei kurzfristig. einem Dara und bei einem Naitan, sind wir mal ehrlich, irgendwo werden sie auch nicht so wirklich ernst genommen. Also Ja, die irgendwo, blamieren sich doch am laufenden Band. ja, Ja, genau, aber aber jemand, der nach außen hin vielleicht sympathisch wirkt, sage ich jetzt vielleicht, oder sympathisch, vielleicht auch das falsche Wort, kompetent, oder? Vielleicht, wenn man so, wenn jemand nach außen hin eher kompetenter wirkt. Das könnte man jetzt bei dem Lindner, vielleicht gibt es Leute, die sagen, ja doch, der macht schon einen kompetenten Eindruck. Ist ey, das doch der ist immerhin vielleicht gefährlicher, Finanzminister oder? geworden. Das passiert nicht einfach Ja. so. Ja, Also. eben. Ja. So, das ist doch fast ein bisschen gefährlicher. Also, so diese Gefahr, die man nicht nennen, also, na, wisst ihr, was ich meine? So, die man jetzt vielleicht nicht sofort wahrnimmt. Ich meine, so ein Dara oder so ein Naitan, die sind ja schon sehr offensichtlich, na, wo man sich auch so ein bisschen schämt, einfach da, wenn man das so sieht. Ich finde, es gibt viele Strömungen, die gerade demokratiegefährdend und gefährlich sind. Also dieses kürzliche AfD-Treffen, was es da gegeben hat, da würde ich jetzt auch nicht sagen, na gut, das ist eine ganz normale Partei, alles in Ordnung. Also was die davor hatten, finde ich schon auch Ja, gruselig. hast du recht. Darum ging es ja gerade nicht. Es ging ja gerade um Neoliberale und um Wokies. Und die Neoliberalen mit der Schuldenbremse, die sie ja schon 2009 ins Grundgesetz geschrieben haben, ist ein Anschlag auf unsere Verfassung ist. Also wenn du in eine Verfassung Regeln Ja. reinschreibst, die gar nicht eingehalten werden können, also die Unternehmen sind Nettosparer, der Staat muss Schulden machen, anders geht es nicht, dann delegitimierst du die Verfassung. Also das ist ein unglaublicher Missbrauch unserer Verfassung für ein neoliberales Ideologieprojekt, für das sich große Thinktanks tatsächlich schon seit Jahrzehnten einsetzen. Also das Das haben ja Problem Leute dabei ist wie. halt, dass es für viele zu kompliziert ist. Wenn du alleine das Wort Wirtschaftspolitik schon sagst, dann werden viele schon abschalten und sagen, das ist irgendwie das Langweilige nach der Tagesschau. Da steht die Frau, liest die Börsenpreise vor. Und auch Ja. du benutzt ja dann gerne Wörter wie der Staat ist ein Nettosparer oder so. Dann sitzen da halt viele Leute vorm Bildschirm und denken, was redet der? Was ist das überhaupt? Das lässt sich halt nicht so gut kommunizieren. Deswegen realisieren vielleicht auch einige gar nicht so sehr, wo da die Gefahren sind, weil sie einfach sich irgendwie so vorkommen, als wäre das Thema zu schwierig oder als könnten sie dann nicht das nicht verstehen oder nicht zuhören. Deswegen ist es halt, ja, es ist halt so abstrakt. Also wenn du irgendwie sagst, eine Gruppe geht mit dem Knüppel durchs Land und haut bestimmten Leuten den auf den Kopf drauf, dann kannst du dir das ganz gut vorstellen. Aber wenn man dann sagt, im Neoliberalismus wird dann irgendwie über fünf Ecken dafür gesorgt, dass du ein bisschen weniger Geld hast oder so, das verstehen die Leute halt nicht unbedingt so direkt. Und das hat aber auch schlimme Folgen für sie. Ja. Nur man sieht es halt nicht. Wenn man sagt, wir privatisieren jetzt ein Krankenhaus, dann denken die Leute, naja, gut, da passiert halt irgendwas.
aber dass sie dann vielleicht irgendwann in dieses Krankenhaus mal rein müssen und kein Bett mehr verfügbar ist oder so, das verstehen die ja dann erst, wenn es zu spät ist, weil das zu abstrakt und zu kompliziert ist. Ja, das sehe ich tatsächlich auch so, ja. Ja, absolut. Also wir, Privatisierung der Krankenhäuser ist ja noch ein Beispiel, obwohl selbst da wird viel zu wenig drüber berichtet. Also man hat ja vor über 20 Jahren dieses Fallpauschalensystem eingeführt. Da war der Berater der damaligen Gesundheitsministerin ein gewisser Karl Lauterbach. Der ist ja in der Politik zum Glück danach nie wieder was geworden. Also da können wir wenigstens froh sein. Aber beispielsweise beim Mindestlohn. Also habt ihr in den Medien große Berichte darüber gesehen, dass die SPD eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro verhindert hat? Ich wusste das, aber ich habe es selber ergoogelt. Ja, also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich das irgendwo in den öffentlichen Medien gesehen hätte, tatsächlich. Ich fand das nicht richtig unverschämt. Die haben im Wahlkampf, es gab einen Antrag von den Linken, die wollten den Mindestlohn erhöhen. SPD hat einstimmig dagegen gestimmt und nur ein halbes Jahr später im Wahlkampf steht Olaf Scholz da mit so einem Zettel in der Hand, wo drauf steht 14 Euro Mindestlohn nur mit der SPD, wo man denkt, Alter, ihr habt vor einem halben Jahr dagegen gestimmt. Boah. Das war richtig unverschämt. Aber ja, da fragt man sich, warum das jetzt berichtet. Das war ja die unglaubliche Frechheit. Also die haben wirklich SPD-Propaganda in Reinform gemacht. Du willst mir nicht erzählen, dass die Journalisten das nicht mitkriegen. Die machen Propaganda. Die sind ideologisch auf Seite der SPD. Weil die SPD auch manche Medien in ihrer Hand hat, das R&D, das Redaktionsnetzwerk Deutschland, der größte Aktionär davon, von diesem Matzer-Konzern, ist die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, die ist in SPD-Hand. Also die SPD besitzt große Anteile an gewissen deutschen Medien. Ja, Kai Gnifke, SPD-Mitglied, der ist gerade ARD-Intendant. Ja, und darüber, die Tagesschau hat 100% diese Propagandaberichterstattung übernommen, gar nicht darüber berichtet, dass die SPD die Erhöhung des Mindestlohns verhindert hat, aber sie hat dann darüber berichtet, dass die SPD eine Erhöhung fordert. Das ist Propaganda. Deswegen bin ich dafür. Jetzt sind wir bei dem Thema, was ich eigentlich mit dir debattieren wollte, Im. Können wir gerne dann verschieben auch. Ja, können wir auch verschieben. Ist ein bisschen spät. Über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe da mal ein Video zugemacht. Du kannst dir das ja mal angucken als Vorbereitung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Soll ich dir schicken? Ja, kannst du mir auch schicken. Finde ich aber bestimmt auch so auf deinem Erstkanal, der ist ja relativ aufgeräumt. Du lädst ja nicht so häufig was hoch. Fragen wir einen Vorwurf im öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ich habe da auch ein Gespräch zu gehabt mit Holger Kreimeier. Da beschreibe ich, es stimmt. Und zu dem anderen Thema, was ich mit dir sprechen wollte, was sollten wir jetzt am öffentlich-rechtlichen Rundfunk konkret ändern? Da habe ich mit Marlon Borchers ein Gespräch auf meinem Kanal gehabt. Aber wenn ich wirklich neue Gesetze schreiben könnte, wenn ich mir wirklich aussuchen könnte, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk aussehen sollte, dann würde ich einen entpolitisierten Rundfunkrat schaffen, wo wirklich zufällig ausgewählte Bürger rauskommen und da würde dann ein viel neutraleres Programm rauskommen. Also wenn man da irgendwelche Parteigänge reinsetzen würde. Also das würde ich machen, wenn ich komplett frei auswählen dürfte, aber das ist ja nicht realistisch. Aber denkt ihr nicht, dass eigentlich ein genauso unglaublich wichtiges Thema auch wäre, über eine Reform unseres Bildungssystems zu reden, also auch mal da ein bisschen konkreter drauf einzugehen, weil fängt nicht alles, auch gute Politik mit Bildung an? Bitte? Aber was denkst du denn, was die Aufgabe vom Bildungssystem ist? Ja, ich würde sagen, momentan ist sie nicht, also ist die Aufgabe nicht die, die wir, glaube ich, brauchen, oder? Dass es halt eher darum gehen sollte, dass wir halt, dass wir unsere Allgemeinbildung besser vorantreiben oder dass Menschen halt auch generell besser ausgebildet werden, sich mit politischen Themen auch auszukennen, zum Beispiel. Ja, aber will man das? Ja, eben nicht. Na, jetzt momentan geht es ja um Wirtschaftlichmachung. Es geht um Schablonierung. Du musst gut in eine Schablone reinpassen. Ja, du willst einen Arbeiter pressen. Ja, genau. Ja, so, ja, das ist wie so Knete und da drückst du dann so durch und dann kommt dann die Form so raus. Das war ja früher auch, also früher war es ja so, dass an der Hauptschule irgendwie die Handwerker gewesen sind, an der Realschule waren dann so die Verkäufer und dann ins Gymnasium sind dann so die paar Leute gegangen, die halt zur Uni gehen oder die dann irgendwie Arzt werden oder sowas. Ja, und die jetzt hast du dann wenigstens. Inzwischen hast du irgendwie die Hälfte der Leute auf dem Gymnasium und hast da so eine Noteninflation und du brauchst ja auch keine, also jetzt gilt ja ein Hauptschüler als Idiot im Volksmund, mehr oder weniger. Wenn du einfach nur sagst, ich brauche nur das, ich werde dann Tischler, das sind ja Jobs, die auch wegfallen. Da steht jetzt irgendeine Maschine und jetzt sitzen die Leute in irgendeiner Versicherung oder so, dann willst du da einen Abiturienten haben. Naja, aber du musst ja du bringst ja Leuten bei, wie sie halt ein guter Arbeiter werden und nicht, wie sie intelligent werden. Das ist ja immer so ein großer Fehlschluss, dass man schon bei Kindern irgendwie sagt, wer gute Noten hat, der ist schlau oder sowas. Aber eigentlich erzeugst du ja ganz viele Leute, die
sehr gut nachplappern können. Der Lehrer gibt eine Aufgabe und du kannst halt besonders gut den Befehl befolgen und kannst den Zettel so zurückbringen, wie er den haben will oder so, aber du sollst das ja nicht weiterentwickeln und irgendwie eigene Denkmuster da reinbringen. Da gibt es ja noch ganz wenig Fächer, wo das überhaupt geht oder wo das irgendwie dankend angenommen wird meistens. Ja. Auch selbst wenn du eine andere Gedichtinterpretation bringst oder so, die vielleicht Sinn ergibt, dann sagt der Lehrer, nee, ich habe hier meinen Musterbogen mit der richtigen Interpretation und wenn du das anders verstehst, ist das halt falsch. Ne? Also du hast ja auch da solche und solche. Ich hatte oft genug Lehrer, die wollten einfach nur, dass du nachplapperst im Grunde. Und ja. Ich glaube, dass inzwischen, glaube ich, mehr oder weniger ist das so gewollt, dass man das haben möchte, dass du willst keine Intellektuellen züchten, du willst einen Arbeiter züchten. Ja, die fallen ja auch dann leichter auf Populismus zum Beispiel rein oder so letztlich. Das ist ja auch die mucken halt auch nicht auf, ne? Die beschweren sich dann nicht. Wenn du so, am besten ist, glaube ich, auch wenn du so Leute hast mit so einem IQ um die 100 oder so, nicht, also wenn es zu weit drunter ist, dann raffen die Aufgabe vielleicht nicht. Aber wenn die dann irgendwie mit 150 ankommen oder so, dann hinterfragen die Aufgabe, das ist dann auch nervig. Deswegen willst du lieber so Leute, die sind schön durchschnittlich und die machen dann einfach, du gibst denen einen Zettel, dann vielleicht maulen sie noch ein bisschen und sagen, oh nein, schon wieder Hausaufgaben, aber du weißt, die haben die trotzdem dann gemacht. Und dann kommen die vorbei und sagen, hier, ich habe alle Aufgaben gelöst, oh, war das anstrengend. Und dann kriegen die ein kleines Sternchen geklebt. Und man sagt, ja, ganz toll gemacht, kriegst eine 2 oder sowas. Ne? Ja. Ich glaube, deswegen wäre es halt echt wichtig, eigentlich da mal so wirklich Kritik anzulegen, dass man da mal vielleicht auch gesellschaftlich was ändern will. Ich glaube, das ist schwierig, ne? Aber ich würde dir sagen, dass es nicht richtig wäre, auch das irgendwie als Fokus zu setzen. Ja, aber wer setzt es denn um? Also das würde ja dann von irgendwie vom Kultusministerium kommen oder sowas oder von irgendwelchen Landesschulbehörden und sowas, aber die wollen das ja gar nicht, deswegen passiert es auch nicht, oder? Ich bin gespannt, was das BSW dazu sagen wird zur Bildungspolitik. Also das ist ja so ein Bereich, dazu muss man sich ja erst positionieren, wenn man dann in die Landtagswahlen geht. Das ist ja bei den Europawahlen nicht in der Kompetenz der EU. Deswegen wird man da noch kein Programm zu haben, aber da bin ich dann gespannt, was man da in den ersten Landtagswahlprogrammen drin haben wird. Wart ihr mal auf einer Gesamtschule? Meine Grundschulzeit war, glaube ich, eine Gesamtschule. Ja, das ist immer, glaube ich. Also Grundschule ist ja eh gemeinsam, aber ab der 4. oder ab der 6., je nach welchem. Muss halt die weiterführende da geht. Ja. Also wir wurden, glaube ich, auch, wir hatten noch Orientierungsstufe, das war so 5., 6. Und dann kriegst du eine Empfehlung, du musst du nicht befolgen, kannst auch auf eine andere Schule fahren. Ich hatte zum Beispiel Realschule-Empfehlung, habe jetzt trotzdem Abitur. Aber ich sehe leider oft von linken Parteien oder Politikern, wo ich sonst denke, dass die gut Ahnung haben, dass die sagen, Gesamtschule ist eine tolle Sache, es kommen alle gemeinsam in eine Klasse und gemeinsam lernen und alles funktioniert. Und ich muss sagen, ich war auf vielen Schulen und die Gesamtschulen waren die schlechtesten davon. Ich habe das nicht ausgehalten, dass du in einer Klasse sitzt mit Förderschülern oder Hauptschülern, die halt nicht mitkommen, die dann vielleicht stören oder sowas. Und ich konnte das gar nicht gut ab, wenn zu oft wiederholt wurde und zu viele, zu einfache Aufgaben waren. Also ja, man passt die. Ich konnte halt vieles schon, ne? Bin da reingekommen, erste Klasse war langweilig. Ich konnte die ganzen Aufgaben. Ich glaube, das Problem ist, dass man halt da halt irgendwo auch ein bisschen versucht, so die Geschwindigkeit am schwächsten Glied wahrscheinlich anzupassen. Ja, aber es ist halt Kacke für alle anderen, ne? Ja, genau, klar, nee, das verstehe ich schon. Dann, ja. Also ich war immer so, irgendwann wurde es dann natürlich schwieriger ab der Oberstufe, aber am Anfang war das halt, weiß ich nicht, du lernst die Buchstaben und du kannst die schon und der Lehrer sagt, nee, mal den mal trotzdem. Und dann denkst du, warum, was soll das? Das ist auch total nervig. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie BSW da steht, weil sonst war immer, wenn du Wahl-O-Mat machst und so, war immer, glaube ich, irgendwie Linke und Grüne fanden immer Gesamtschulen total toll und dachten, das funktioniert schon, aber es kommt aufs Kind an. DDR hat es ja auch funktioniert. Das überhaupt nicht. Also wenn du es mit in der DDR hat es ja auch funktioniert. Also die Schüler, die in der DDR ausgebildet wurden, die waren ja jetzt nicht schlechter beispielsweise in Naturwissenschaften als Schüler, die in Westdeutschland ausgebildet wurden und die sind auf eine Gesamtschule gegangen. Also wenn du es richtig organisierst, dann kann das auch klappen. Aber da orientierst du dich ja auch am Durchschnitt und an der Mitte, oder? Ja, aber ich meine nur, dass das ja, sicher, die DDR hatte auch eine andere Bevölkerungsstruktur. Also kann man, muss man genauer sich angucken. Aber ich meine also nur, dass es nicht scheitert, wenn das richtig ist. Dass du dich in dem einen oder anderen Fach ein bisschen gelangweilt hast, oder? Kann sein. Also wenn ich mir jetzt Agitator im Politikunterricht vorstelle, dann hast du bestimmt öfter mal eine Augenbraue hochgezogen, oder? Das würde mich jetzt auch interessieren. Ich habe für den Politikunterricht, soweit ich mich erinnern kann, nie für eine Klausur gelernt. Also nicht mal fürs Abi.
Ja, aber dass du halt reingehst und dann sagen sie dir irgendwie so, Kinder, heute lernt ihr jetzt was und du denkst, ich weiß halt einfach alles, was wir heute lernen, weiß ich schon. Dann ist halt auch doof, oder? Dann denkst du, du sitzt da irgendwie deine Zeit ab. Ja, ja. Ich habe halt mit dem Lehrer diskutiert. Deswegen will jetzt nicht zu viel über meine Schulzeit verraten. Ja, okay, kein Problem. Da kommt noch eine Biografie wahrscheinlich bald. Ja, ich muss sagen, mir persönlich ist halt gerade dieses Bildungssystem sehr wichtig, weil ich halt glaube, dass ja eine Gesellschaft fängt ja beim Kind an. So, ja, die aber wird guck ja mal, gebildet. Wer ein Lehrer wird. Guck mal bei Twitch. Guck mal, wer da sitzt. Ey, Gott. Ich kann das bis heute nicht glauben und das fällt mir echt schwer, das zu verdauen, ich sag's ganz ehrlich. Also die Kinder, die später haben werden, die tun mir echt leid. Es scheint ja eine seltsame Gruppe Leute zu geben, die Bock darauf haben, Lehrer zu werden. Es gab doch auch diesen Volkslehrer und so. Es ist einfach ein komischer Riege, Leute. Oh, es ist... Ja, aber der Volkslehrer, den durftest du, glaube ich, vom... Ich weiß nicht, ist der Lehrer geworden? Hat er jetzt Lehrer gearbeitet? Der ist rausgeflogen dann, aber der hat eine Zeit lang als Lehrer gearbeitet. Siehst du, was würdest du mit Daron Neiter nicht machen? Das ist obwohl die genauso demokratiefeindlich sind. Der Volkslehrer hat sogar behauptet, er hätte von migrantischen Schülern seinen Nationalstolz gelernt, weil die Türken immer mit Flagge gekommen sind und so stolz auf ihr Land waren. Und dann hat er gesagt, dann mache ich das doch jetzt mal auch. Und er hat halt voll übers Ziel hinausgeschossen. Aber ja, der ist, glaube ich, offiziell sogar verurteilter Holocaust-Leugner. Deswegen ist es halt nochmal, ne? Die anderen sind ja nicht vorbestraft. Du magst die halt nicht, aber so, du hast ja, halt keine richtige Vorstrafe. Dara hat gesagt, dass politische Gegner Angst und Schrecken leben sollen. Also, ja, aber der hat zu Warentrug aufgerufen. Kein Lehrer, also, oder? Ist der nicht Erzieher im Kindergarten oder so? Also ich weiß, Erzieher im Kindergarten. Eine aggressiv-kämpferische Haltung gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zeigen. Na gut, du weißt halt nicht, wie er privat mit den Kindern umgeht, ne? Das weiß ich nicht. Ja. Ich dachte, man kann, wenn man verfassungsfeindlich ist, da also nach bei Kindergarten verstehen das ja noch nicht so richtig. Also der Volkslehrer, der hat ja ein bisschen ältere Schüler unterrichtet und wenn er denen dann halt erzählt, was er vom Nationalsozialismus hält, könnte das nicht gefährlich werden. Ich weiß halt nicht, wie viel Schaden Dara bei einem Vierjährigen anrichten kann, wenn er dem irgendwie erklären will, was ein Nazi ist und warum man ihn schlagen soll oder so. Das rafft der Vierjährige ja gar nicht. Also. Ja, das ist mich aber echt interessiert, ob er das wirklich trennt. Ich hoffe es halt mal. Ne? Ich komme gleich rüber. Ich glaube, ich bin auch gleich mal fertig hier. Wir machen noch reden, gleich Schluss. Es ist schon spät und ich habe Hunger. Ja, wir machen wahrscheinlich jetzt alle gleich Schluss. Ich habe auch schon Hunger und... Aber wir hören voneinander. Ja. Also, ich wollte noch mal wissen, hast du dich nur privat so mit Philosophiezeugs auseinandergesetzt oder bist du da auch Expertin irgendwas? Nur privat tatsächlich. Okay. Gelesen, bisschen Sendung geguckt und so. Tatsächlich sogar hat es ganz anders angefangen. Ich habe mich eher mit dem Werdegang der Weisheit, ne, des Weisewerdens und so weiter beschäftigt. Und so kam es irgendwann dann auch zwangsläufig zur Philosophie. Ah. Ja. Ja, aber ich gucke auch manchmal Sternstunde und Skobel und sowas. Und boah, ich auch, ja. Ja, geil. Richtig geil. Können wir gerne nochmal über sowas talken. Nicht immer nur über Gossip, sondern über was Intelligenteres. Boah, ey, wirklich? Das brauche ich auch gerade. Ich brauche das gerade wirklich. Das ist mir. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich merke auch gerade, dass es echt viel ist. Ne? Es war zu viel auf einmal. Vor allem, was ihr noch gar nicht wisst, was ich noch gar nicht gesagt habe, ist, Bartonek will mit mir noch reden, weil er meint, es gibt irgendwie es gab ein Missverständnis zwischen uns. Ich muss auch nochmal nachschauen. Ich habe irgendwie den Talk mit Proletopia gehabt und irgendwas habe ich da scheinbar gesagt und habe da was missverstanden. So, da gibt es auch einen Talk. Und mit Sinan habe ich auch noch einen. Okay, aber Sinan, glaube ich, wird sehr entspannt. Sinan ist absolut cool. Ich würde den küssen, wenn wir nicht beide hetero wären. Mach's trotzdem, egal. Ja, aber ich glaube, Bartonek wird auch, ich denke, auch okay sein. Also er meinte auch, dass er nichts gegen mich hat. Ich glaube, er will da wirklich vielleicht nur ein Missverständnis klarstellen. Ja, wird halt sehr langsam und er wird sich oft wiederholen. Also so ein Satzanfang besonders. Der sagt, du musst mal drauf achten, der sagt die erste Silbe vom Satz immer doppelt. Okay. Na gut. Macht's gut, ich esse jetzt erstmal was. Tschüss. Yo, guten Appetit. Tschüss. Ciao. So.